Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo, Hallöchen. Heute werden wir einfach mal auf den Testserver gehen und gucken uns das Vaulting an und werden mal ein paar Kletterversuche starten. Das machen wir so, boah, einen bestimmten Zeitraum mal gucken. Keine Ahnung, weiß noch nicht. Denn ist seit heute auf dem Testserver und ist auch nur einen Tag auf dem Testserver. Warum auch immer. Jedenfalls gucken wir uns den Kram an. So, und dann sind wir nachher klüger. Soweit so gut. Das mache ich auch alleine, weil geht nur als Singleplayer, denn ist so, wenn ihr euch die Patch Notes durchliest. Wir haben auch eine jede Menge anderen Kram geändert, Sounds geändert vom Auto und sonstiges, also ja, da gucken wir jetzt gleich mal rein eine Runde. Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur rumklettern, rumexperimentieren, aber ist ja nicht, denn sämtliche andere Leute, die auf dem Testserver sind, die springen da rum und ballern da rum, leider. Moin Cohen, hallo Alize. Bisch Marteng. Moin. Spring. So, und dann fangen wir auch direkt an. Wir gucken uns das Ganze nicht mal an. Moin Herr LaForge. Alles klar auf der Brücke? Hast du Wache? Okay, gucken wir mal. Picard kein freigegeben. Okay. Holy Nitro, moin. So, da gucken wir mal, ob das hier auch schon so funktioniert. Jawohl. Testserver. Testserver bin ich ein Kerl, ne? Braucht sich nicht zu wundern. Und wir testen das Ganze mal. Also, ne, wenn ihr selber testen wollt, ist nur. Ich bin ein bisschen leise. What? Muss lauter drehen. Unten hast du einen Regler. Haha. Ernsthaft? Bin ich leise? Und sehen das die anderen auch so? Dann mache ich das ein bisschen lauter. Hier habe ich auch keinen Reshit drauf. Seht ihr direkt, ne? Aber spielt auch keine Rolle. Pass auf, ich zeige das mal. Ja, man kann hier, genau, hier seitlich drauf hüpfen und hier schon hoch hüpfen. Also das funktioniert einwandfrei. Ja? Nö, ist laut genug, finde ich auch. Bischmatik, musst du da dein Ding ein bisschen lauter drehen hier, ne? Am Player, so ein Lautstärke-Knopf. Prima. Alles normal. So, durch die Fenster hüpfen klappt einwandfrei. War deutlich lauter. Ja, es hat bei mir so ein bisschen abgestimmt. Ja. Ich muss halt ins Gesamtbild wahren von Lautstärke in-game und von meiner Lautstärke. Nützt ja nichts, wenn ich dann tierisch brülle und der In-game-Sound ist etwas leiser. Kann das ein bisschen versuchen anzupassen. Zement, wenn Sie wünschen. Machen wir das mal. Hier ein bisschen höher drehen. Und hier ein bisschen höher drehen. Test, test, test. Ist so besser oder... Moin Morph. Na, ah, hat der Morph schon seine M-Taste wieder umbelegt. Besser, okay. Jetzt ein wenig lauter, ja, ein bisschen besser. Bitte nur nicht mehr schreien, ja. Ich schreie nie. Okay. Moin. Gut. So. Gucken wir mal, ich würde gerne dahin gehen, wo viele Fenster sind, wo möglichst wenig. Gehen wir direkt mal Poljana. Dann zeige ich euch mal Vaulting. Wie das funktioniert. Ihr habt ja schon gesehen, ansatzweise funktioniert ganz gut. Moin Hans! Ja, tut mir leid, aber dieses Vaulting ist halt nur für einen Tag drauf. Ja? Übertragt den Stream auch nach YouTube, da könnt ihr dann, wenn ihr wollt, auf Mr. Helm könnt ihr da mal reingucken. Hier noch ein paar Meter nach vorne. Das ist ja nur zum Testen. Ich will ja keine Stunden verweilen. Ach scheiße, das ist der nächste. Und die wollen alles... Versteht ihr nicht? Man geht nicht auf den Testserver und zu ballern. Wenn ich ballern will, dann würde ich ja normal auf den Server gehen und nicht in den Testserver. Nur einer. Okay, dann muss ich mir schnell eine Bewaffnung schnappen. Damit ich mich derer erwehren kann. Und dann können wir mal irgendwo rumklettern und so. Ah, da sind auch noch welche. Plöpp. Da kommt der nächste.
Sag mir, hast du eine Waffe für mich? Komm, gib mir eine Waffe. Der Typ kommt gleich um die Ecke. Ja, da ist eine. Noch eine, wunderbar. Da kann ich ein bisschen rumballern. So, wenn er Probleme hat, kann er erstmal vorbeikommen. Ich raff gerade nur ein bisschen was. Okay, das ist ein Hut, wäre schon nicht schlecht. Damit ich direkt da rumliege, tot erschossen. Ne? Da kann ich auch noch da reinmachen. Komm, lad nach. Zack. Weste ist gut. So, hier können wir schon mal ausprobieren. Ja, vergitterte Fenster sind natürlich immer noch nicht funktional beim Durchhüpfen. Ja? Wir haben uns ja genau das richtige Haus ausgesucht. Mehr. Aber ich glaube, hier nebenan sind keine vergitterten. Doch, auch. Alles vergitterte Fenster. Hier oben zum Beispiel. Da kommen wir nicht durch. Glaube ich nicht. Warte, probieren wir direkt mal aus. Doch. Habt ihr gesehen? Und das Ganze haben sie versucht auf Deutsch zu übersetzen. Nein, nein, nein. Gib mir einen Hut. Wo bist du denn? Sind wir noch da? Das ist leider das Problem. Wir wollen alle ballern. Ich will doch nur ausprobieren, ob man da wie immer schön mal hüpfen kann. Nervig, leider. Leider nervig. Aber ist ja so. Mit Richard hat super geklappt, freut mich, Nitro. Leider müssen wir wohl anscheinend dahin gehen, wo irgendwo ein bisschen weniger los ist. Weil alle Welt will kämpfen. Sehe ich nicht, warum wollen die alle kämpfen? So, blöde Ziege. So. Bischmatik, was denkst du, wie lange du Pupke noch spielen wirst? Hab das Gefühl, Pupke werden weniger. Besonders die Netten. Nö. Ich finde das gut. Also Pupke macht Spaß. Pupke ist so ein Multiplayer-Wettbewerb. So mache ich sehr, sehr gerne. Da stehe ich total drauf. Also ich würde dann noch eine gute Zeit lang machen. Auf jeden Fall. Wie lange kann ich dir nicht sagen, aber da wird noch was kommen. Auf jeden Fall. Kommen wir noch neue Maps und so. So, also ansonsten klappt das ganz gut schon mit dem Durchhüpferei. Aufs Auto klettern. Funktioniert. Hüpf. So, also man kann nicht Sachen anspringen und da hochklettern. Das habe ich schon rausbekommen. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Moin Zimmerlein. Moin Moin. So, wo gehe ich denn hin, wo keiner ist? Muss ich mich mal in Ruhe lassen, für ein bisschen rum zu experimentieren. Das sind gelbe Häuschen. Hier könnte ich hinhüpfen. Da hätte ich erstmal Ruhe, glaube ich. Aber naja, er ist auch noch relativ nah. Stumpfbacken-Kommando. Ja, Autosounds wurden geändert. Habe ich ausprobiert. Der Buggy hört sich super an. Der Dacia, furchtbar. Ja, das passt. Da springen wir hin. Da gucken wir mal. Und da können wir uns auch direkt über die Frage unterhalten, wird das hier ein Game Changer sein? Hieß es ja die ganze Zeit, ne? Wird das ein Game Changer? Kann das ein Game Changer werden? Ach, da unten, guck mal. Da hinten werden auch mehr Häuschen zu klettern. Zieh mal grob die Richtung. Ich glaube ja, dass das ein Game Changer ist. Weil da jetzt alle Welt klettern kann, kommen die alle überall hoch. Und ja. Das wird sich ja dann erstmal, wenn es dann erstmal released wird, dazu kommen, dass alle erstmal überall hochklettern. Sprich, jeder Typ rennt nachher oben auf dem Dach rum. Und Häuser werden fast, ja, ziemlich beschissen. Es wird noch mehr belohnt zu campen. Denn man kommt ja jetzt aus jedem Haus spielend leicht raus. Man kann durch jedes scheiß Fenster weghüpfen. Ja? Also bedeutet das, im Grunde, ich kann campen, bis der Arzt kommt. Das ist überhaupt scheißegal. Ja, und ich kann dann aus jedem Fenster abhauen. Für mich ermuntert das noch mehr zum Campen. Guck mal, hier so also hochklettern. Kein Problem. Das hier ist jetzt zu hoch. Das schafft er nicht. Ja.
Nee, vom Hund am Dach her. Und jetzt mal ausprobieren. Mit dem Jump, ne? Kommst du da durch? Ne, kann er nicht. Man kann dieses Klettern auch abbrechen. Hier kann man, ne. Da ging's nicht. Hier im schmale Fenster kommt er auch rein. Er macht aber dann Fenster kaputt, wie ihr hört. Also man kann hier überall reinklettern, ja? Können wir da oben hochkriechen? Bin gespannt. Nee. Also uns da überall an den unmöglichsten Stellen können wir uns hinhocken. Tag Mäcki, Hallöchen. Moin. Wir machen nur mal probemäßig. Also hier durchzuhüpfen. Na, schmales Fenster, mein Freund. Klirr, kaputt, kein Problem. Aber was ist denn da? Kommen wir da? Ich bräuchte erst eine Waffe. Gleich kommt sowieso da einer angefahren und will schießen wie ein Blöder. Anstatt hat hier auszuprobieren. Verstehe ich nicht. Warum muss man jetzt hier rumrennen und ballern? Dann hat er nur einen Tag die Probephase. Da würde ich ja gern möglichst viel ausprobieren, wie man klettern kann, wie was wo funktioniert. Aber leider, die meisten, die kommen trotzdem nur an die Rand und ballern rum. Und versauen einen das Ausprobieren quasi. Ah, naja, da ist noch ein Hut und noch was. Muss ich ja aufheben, nützt ja alle nix. So, also ich Fenster hüpfen, ne? Kein Problem, wirklich gehüpft. Aus. Da hoch kommt er nicht. Also ist schon gut gemacht, funktioniert einwandfrei. Nur teilweise gibt es ein Problem. Genau, hier zum Beispiel. Ich müsste jetzt hier aufs Dach kommen. Kann er hier an der Tür hochklettern? Das kann er nicht. So, jetzt ist das Problem. Wenn ich jetzt hier drüber... Halt! Abwärts. Ich wollte aber gerne da oben drauf. Nicht runter. Achso, die deutsche Übersetzung. Super, guck mal. L-Schuss heißt Einzelschuss. Und Dauerfeuer heißt Jerfeuer. Ja, ne? Amerikanische Übersetzung. Perfekt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir versuchen, da hoch. Kann man mit einem normalen Jump da. Nein, nein, nein! Ochse! Also, mit einem normalen Jump da hinkommen, ist unmöglich. Glaube ich. Gibt's den Duck Jump nicht mehr? Doch, den gibt's noch. Funktioniert immer noch. Pass auf. Reicht ja. Aha, aha. Dann komme ich da hoch. Und jetzt kann ich sogar noch hier drauf klettern. Also, ne? Den Duck Jump gibt es immer noch. Wenn ich jetzt so versuche, da hoch zu hüpfen, schafft er nicht, oder? Da führt ich die Maus zu hoch. Das schafft er nicht, ne? Doch, schafft er auch. Okay. Ja, müssen wir ausprobieren, ob ich mit dem normalen Duck Jump auch durch dieses Fenster komme. Dieses Fenster hier. Hüp. Anscheinend nicht. Anscheinend haben sie den Duck Jump da wirklich, den Ducken Jump. Tatsächlich rausgeholt. Ja, Gegenstände und Mauern bis eine Höhe von 2,30 Meter. Darüber lässt sich natürlich streiten. Wie groß ist ein Durchschnittstyp? 1,80, 1,85, keine Ahnung. So, hat jetzt so raufrechnen, eine halbe. 2,50, keine Ahnung. Das ist aber zu hoch alles. Bräuchte ich was, um da hoch zu klettern? Ah. Hier Auto. Auto funktioniert. Probieren wir mal aus. Hier, ihr könnt nämlich... Doch, das geht. Warte, Moment. Auf das Auto. Auf das Auto. Und jetzt... Hüpf. Nee, aber hier vorne kann man irgendwie drauf hüpfen. Hüpf. Nee. Was ist denn hier mit dem... Kann ich an der Leiter hochklettern? Auch nicht. Ich habe es bei einer anderen Gelegenheit geschafft. Da bin ich hier drauf gesprungen auf diese Motorhaube. Und dann auf den Bus geklettert. Also ihr kommt schon bei sehr vielen Sachen hoch. Aber man kann halt nicht, ne, beim Rennen jetzt dagegen springen, dass es sich da hochzieht. Das funktioniert nicht. Also weit schon nicht schlecht. Die Animation hier, aber beim Rüberhüpfen, ihr könnt das auch abbrechen. Ihr könnt dabei die Rückwärtstaste drücken, dann springt er nicht ganz drüber.
Bei gewissen Sachen funktioniert das. Bei gewissen Sachen noch nicht so ganz. Na, also. So ist ja. Ja, klar, ist kein Assassin's Creed, aber. Ja. Jetzt müssen wir langsam mal hingucken, wo wir hin müssen. Ein bisschen da hoch, da könnte man das schaffen. Gucken wir uns mal nach dem Auto um. Steht hier irgendwo ein Auto? Der Feuer. Habe ich. Oh, Rotpunkt, da ist noch Rotpunkt, Schmerzmittel auch noch. Die erste Kiste, erste Hilfekiste. Die heißt jetzt Erst-Kiss- oder sonst irgendein Scheiß. Haben sie jetzt umbenannt, ganz furchtbar. Natürlich kein Auto in Sicht. Wackeln wir mal ein Stück. Da auf die Hütte müsste ich auch drauf kommen. Auf Dach. Versuchen wir mal. Moin Chris Razor, hallöchen. Probieren wir mal aus, ob wir da hochkommen. Könnte gehen. Ja? Also hier geht auf jeden Fall. Und jetzt? Reicht nicht. Okay. Kann ich hier auf die Mülltonne? Und jetzt hier hoch? Nee. Ja, da alle Probleme. Nee, da kommt er nicht hoch. Finde ich gut. Ich dachte schon, dass auf jeder Hütte sonst jemand drauf hockt. Aber dazu wird es früher oder später also dann noch kommen, auf jeden Fall. Dass die Leute überall. Jetzt, wir bräuchten noch ein Auto. Moin. Wir bräuchten noch ein Auto. Dann fahren wir mal durch die Gegend und klettern aufs Auto drauf und parken das überall und gucken mal, wo wir dann überall hinhüpfen können. Ich glaube, eine vernünftige Knarre wäre langsam angesagt. Ach, die Wand kommt schon. Gib mir mal noch irgendwas Knarrenmäßiges. Vielleicht kommen wieder die Wilden und schießen rum wie blöde. Mit meiner momentanen Bewaffnung bin ich sofort tot. Ja, dann haben sie ja noch haufenweise Sachen geändert. Zum Beispiel wurde geändert die Streuung der Waffen. Bis 300 Meter ist die jetzt konstanter. Aber ab 300 Meter kommt dann neuer Bullet Drop dazu quasi. Bullet Drop inwiefern? Und zwar bis jetzt gab es quasi nur die Gravitation als Bullet Drop. Ja? Also die Schwerkraft. Das Kugel ist immer mit konstanter Geschwindigkeit weiter geflogen. Oder da. Kann man da irgendwie linken hochzuhüpfen? Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal leider weiterlaufen. So, und jetzt neu dazugekommen. Nach 300 Meter verliert die Kugel an Geschwindigkeit und fällt dadurch auch weiter runter. Bedeutet im Endeffekt, ihr müsst mehr vorhalten auf Entfernung. Aber Leute, 300 Meter. Wie weit ist 300 Meter? 300 Meter, ich würde sagen, ist bis ja, an dem Baum da. Vielleicht sogar noch weiter. Und danach fängt erst der Bullet Drop an. Also ich weiß nicht, ob das großartig was ausmacht, außer beim tierisch weiten Snipern halt. Muss mal gucken, ist noch relativ weit. Ich müsste ich in diese Drohne schaffen. Gucken, ob wir ein Auto finden. Wäre natürlich toll. Na, ich muss jetzt hier durch Gemüse laufen. Ist nicht so toll. Der steht da ein Auto. Ist das ganz oder ist das kaputt? Sag mal her. Ist das Auto ganz? Das ist kaputt. Jo. Oh, wie unscharf das jetzt ist, merkt man erst, wenn man mal keinen Reshade drauf hat. Heiliger Strohsack. Was für ein Unterschied, ja? Wenn man sich daran gewöhnt hat, merkt man das gar nicht mehr. Aber jetzt die Rückstufung finde ich furchtbar. Okay, mal gucken, ob ich reinkomme. Müsste an für sich noch gehen. Dann wird erstmal großteils. Hier ist der erste Hilfekopf. Sehr schön. Guck mal. Gib das Ding her. Ja. Erste Hilfekopf. Denn. Lol, oder? Ah, da wird geballert, wusste ich doch. Da ungefähr. Mal gucken, ob ich den
niederringen kann mit meiner super Ausrüstung oder ob ich einen drauf kriege. Ich würde ja am liebsten nur hier rumklettern. Wo bist du, Freund? Zeig dich. Wo krabbelt er rum? Seh keinen. Ja, toll. Lauf mal über offene Feld. Spielt jetzt keine Rolle, ob ich erschossen werde oder nicht. Dann gehen wir halt wieder neu rein. Da ist ganz viel Ratter. Na klar, Georgeport und so weiter. Versuchen wir nach rechts ein Stück wegzulaufen. Bei dem Haus springt bestimmt irgendwer rum. Wäre halt interessant, ein Auto zu kriegen. Und zu sehen, was das. Wo man damit noch überall hochkommt, finde ich. Hans, mach's gut. Viel Spaß. Entschuldigung. Ja, bis demnächst. Viel Spaß noch, wollte ich sagen. Aber wenn du manchen Leuten, die auf der Arbeit sagst, viel Spaß, sind die beleidigt. Da steht ein Auto. Muss ich da hinkommen lebend? Die Frage. Glaube ich nicht. Warte mal, ich klebe mir mal Verband an. Habe ich nicht. Na dann, schau ich mir den Scheiß rein. Egal. Auch noch. Da steht auch noch einer. Jep, jep. Das gefällt mir besser. Ich glaube, das Häusercamping wird viel schlimmer werden durch den Patch hier. Können wir natürlich nicht sagen. So, erstmal können wir jetzt den Sound genießen. Oder auch nicht. Daneben, mein Freund. Du willst, dass ich einsteige, ne? Wo hockst du? Da rennt er doch. Also, du kannst schießen, oder was? Welche Seite? Links oder rechts? Komm. Rechts. Komm. So, danke. Haben wir endlich Ruhe. Stand der hier am Baum? Oder noch ein weiter? Ein weiter. Naja, hier später. Hast du mir mitgebracht? Irgendwas Vernünftiges. Bisschen Heilkram. Nehmen wir gerade mal mit. Zack, zack. Oh, der ist nett gewesen. Einen haufenweise Zeug mitgebracht. Ja, dann nehmen wir auch noch mit. Wir werden mal ein bisschen länger überleben. Gut ist. Ach, da ist noch so ein Ding. Nehmen wir auch noch mit. Was soll das denn? Zack. So. Durchladen wäre auch noch nicht schlecht. L-Schuss. Da mach ich den, nee, du musst Dauerschuss. Hep. Karre brennt. Warum brennt die Karre? Neues Jeep-Geräusch. Kein neues Aufprallgeräusch. Dachte, gibt irgendwie so ein. Ist egal, ich bin ja immer noch geheim. Zaun niedermähen. Neues Geräusch. Nö. Same PC. Wohin muss ich? Nein. Kein Spiel für mich, hätte nicht mal gesehen. Ja, ist. Wie bitte? Nicht mit dem Visor. Hör mal. Muss den wieder neu kalibrieren. Weg damit. Der Mist. Hier kommt die Wand. Ich habe das Gefühl, Auto slidet ein bisschen mehr. Also driftet ein bisschen mehr. Weiß ich aber nicht, ob das nur. Oh, Fahrphysik, das wusste ich nicht. Also weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das nur eingebildet ist. Auf jeden Fall ist das im Moment bei mir so gefühlt. Da oben ist ein Haus, da gehen wir rein. Ah, jemand zu Hause? Kann ich gleich wissen. Komm ich hier hoch? Ist gelootet. Türen sind offen, ist keiner mehr.
Der Ehrgeiz packt einen dann doch, dann will man doch weitermachen. Ich will aber an für sich gar nicht weitermachen. Ich will nur ausprobieren, ob ich hier hochklettern. Ja, kann er nicht, da bricht er ab. Ne, du sollst da nicht drüber springen, du Hohlbirne. Du sollst da drauf klettern. Macht er nicht. Krieg ich mal das irgendwie gehüpft? Ah, seht ihr, das funktioniert nicht. Aber ich habe da den Jeep. Ich kann den hier vorfahren. Kann ich da auf das Dach klettern. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders klug. Dann werde ich gleich erschossen, wenn ich hier mit dem Jeep manövriere. Dann ist uns doch wurscht. Geht doch drum, wo kommt man hoch? Hep, das müsste gehen. Hep. Das geht nicht! Kommt denn da angefahren? Das hört sich an wie ein Motorrad. Bleib stehen! Ich will ein Motorrad haben! Ach, er fährt. Er ist doch klüger, wenn er fährt. Wir sollten auch fahren. Dass man nicht mehr auf den Jepp draufkommt. Moin McLean, Hallöchen. Das geht nicht, man kann nicht mehr auf den... Warte mal, per Duckjump. Yep. Okay, dann muss man sich irgendwo hinstellen, wo man auf den Jeep kommt. Hier zum Beispiel. Hier könnte ich auf den Jeep springen. Probieren wir mal aus. Warte, auf, muss ich wenden. Ja, fahren wir mal. Moin McLean, so schön. So, fahren wir hier so schräg vor. So. Jetzt müsste ich von hier nach da hüpfen können. Hüp. Hüp. Und hüp. Macht er das nicht? Das macht er nicht. Nee? Doch. Haha. So käme ich also auch ins Haus. Ja, eine ganz andere Methode. Weiß ich gar nicht. Ging das vorher auch? Keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt? Ich muss hier über die Brücke auf jeden Fall. Ja, mit der Karre überleben wir nicht mehr lange. Jetzt hier wer rumballert, ist quasi Geschichte. Aber ist doch egal. Und wie findet ihr das neue Geräusch von dem Jeep? Ich finde das furchtbar. Dacia haben wir noch nicht gehabt. Da ist Dacia. Steigen wir einfach um. Hey, mit Bremsgeräusch. War egal. Mir ging es eh nicht um zu gewinnen. Ich wollte doch nur die Dacia ausprobieren. Du blöd Mann. Verdammt nochmal. Egal. Ja, ihr seht, es ist schon ein bisschen anders. Und sollen wir jetzt voll rutschen auf der Wiese? Echt? Wollen wir ausprobieren? Ich fand den alten Sound auch deutlich besser. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, weil man sich dran gewöhnt hat. Ja, kann genauso gut sein. Den Motorrad-Sound fand ich zum Beispiel besser. Und den Sound vom Buggy finde ich auch besser. Gefällt mir wesentlich besser. Aber hier von dem Jepp, von unserem Urz, der ist furchtbar. Ja, also das ist ja schon schön. Das ist ja ganz gut. Probieren wir mal weiter hinten aus. Ich habe noch eine Minute Zeit, ob wir da hinten irgendwo hochkommen. Klingt wie ein Rennspiel aus den 90ern. Ja, stimmt. Das ist richtig. Hier. Hier sind viele Kletterdinger. Hier aufs Auto. Dann macht er. Ah, auf dem kaputten Auto klettert er hoch. Und jetzt? Nee, so funktioniert's nicht, ne? Das ist natürlich... Kann ich auf das fassen, dann auf den Zaun und dann... Und jetzt? Stacheldrahtzaun. Kein Problem. Aha. Hep. Nee, aber. Drauf. Hep. Und jetzt. Hep. Sag mal, Junge, da kommst du nicht hoch. Ist
das. Okay, ihr habt schon gesehen, ne? Also ist wirklich einiges möglich. Ja, und deswegen glaube ich wirklich, das wird wirklich ein bisschen Game Changer. Dass die Leute wirklich anfangs überall auf allen Dächern rumkriechen. Bis sie dann von überall Kugeln aus der Ferne in den Arsch bekommen, dann hört das wieder auf. Ja, normalerweise würde ich ja gern dahin gehen. Nützt ja nichts mehr, yo. Machen wir auch. Raus. Wie viel haben wir denn, Leute, drumherum? Sehen nicht viel. Im Moment. Gehen wir mal abwärts. Ja, wie lange machen wir noch? Keine Ahnung. Wir testen halt mal ein bisschen hier rum, wie das aussieht mit der Hüpferei, mit der Kletterei. Wo können wir überall hin, überall drauf? Ansonsten heute Abend sind wir beim Community Ball Event dabei. Hallo Quaste, willkommen in der Helmling, Hallöchen. Community Ball Event, was ist das? Das ist von dem Krokettenkalle, der da ein bisschen mitmoderiert und. Das ist mein Fallschirm, habt ihr gesehen? Dach. Er ist auf dem Dach. Gib mal schnell was zu schießen. Hab schon Besuch auf dem Dach. Ja, hast eine Granate, komm rein. Lass dir gut gehen. Leider nicht reingekommen. Da fährt irgendwas. Wir nehmen an. So. Danke, dass du meinen Helm aufgehoben hast. So. Und mein zweier Rucksack. Nett von dir. Sonst hat der arme Sack nichts gehabt. Das tut mir ja leid für ihn, aber ich muss ihn erschießen. Ansonsten haben wir ja gleich. Ah, Mist. Ich wollte da drauf springen. Ob das geht, von Entfernung da drauf zu springen, dann da hoch zu springen. Wenn ich das ein bisschen ausprobiere, bin ich gleich wieder tot. Gepäht das Ding. Nehmen wir auch noch. Zack. App. So, ja, wie gesagt, heute Abend war ich ja dran, ne, machen wir Community Ball. Der macht quasi auf seinem Channel auch mal einen Ball. Was heißt Ball? Sind haufenweise Leute dabei und so. Bin mal gespannt. Och ne, das ist doch auch direkt hier drüben. Ich wollte doch rumklettern. Er hätte schon die Großstadt abspringen dürfen. Auto ist auch schon geklaut, haben wir ja gehört, er ist weggefahren. Toll. Am besten wir lassen uns wieder erschießen. Rumpe da hinten irgendwo, komm. Geh ran. Aha. Hinten im Haus irgendwo. Gehen einfach fahren. Drüber, kein Problem. Ach. Es ist eine Hütte. Und alle. Mann, alle, wir werden jetzt angreifen. Entweder gewinnen wir oder sterben wir. Einfach. Mach auf! Lol. Das gefällt mir ja schon. Sag mir mal, wie der mich hier in der Ecke von innen erschießen konnte. Erzähl mir das. Squad, Solo oder Duo, Helm für Ball? Duo. Duo mit aufpassen. Machen wir. Auf, bis später. Ist jetzt weg. Ach, Alize. Mach's gut, bis später. Wie konnte mich jetzt hier erschießen? Warte, von hinten, das könnte sein. Haha, das kann natürlich sein. Holy Nitro, ich wollte gerade sagen, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Okay, ich war zu blöd. Der Typ war in der anderen Richtung. War gar nicht schlecht, hat er gut gemacht. Egal. Jetzt noch mal gucken, dass wir irgendwo ein bisschen einsamer abspringen. Ob wir noch ein bisschen hier ein paar Kletterversuche starten können und ob wir noch was automäßig hören. Hallo Reinhard, Hallöchen, Moin. So. Ja, ne, heute Abend Ball.
Community Ball ab circa 19 Uhr. Sehr wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Ich werde auch ein bisschen früher mit der Übertragung beginnen, aber zuerst wird wohl erst so ein Zombie-Run stattfinden und danach erst das Ball. Deswegen habe ich auf YouTube ausgerufen 19 Uhr erstmal. Ja? Aber ich fange wohl sehr wahrscheinlich früher an, sehr wahrscheinlich circa 18 Uhr. Und am Freitag wird es mit dem Morph Battlefront geben. Jawohl, und zwar ab 12 Uhr Mittag. So, ja, das klappt einwandfrei, also mit der Hochkletterei ist schon nicht schlecht soweit. Nur das klappt nicht. Dass sie mit der Animation so ein Kasper-Kram gemacht haben, so von wegen, oh, Animation und ist noch nicht finish, fertig, bla und ganz ehrlich, Leute. Für mich zählt immer als erstes Funktion. Ja? Animation ist doch eher erstmal zweitrangig, oder nicht? Was soll der Kasper-Kram? Hallo El Mariachi! Ja, was heißt, hier gibt nicht viel verpassen. Wir probieren ja quasi nur aus. Sind auf dem Testserver hier Vaulting und so und so weiter. Also rüberhüpfen, hochklettern. Deswegen springe ich auch hier in der Prärie ab, weil in den Städten wird ja doch halt nur gekämpft. Da kann man nicht in Ruhe ausprobieren. Und ich würde halt gern Kaffee holen. Jawohl. Gute Idee. Könnte ich auch einen vertragen. Müsste ich mal gucken, ob ich einen kriege gleich. E-Sport ready. Jawohl. Auf jeden Fall. E-Sport ready. Das ist die Zauberformel hier. Hier ist das schön. Hier können wir klettern. Jumpen, wie wir wollen. Hier. Kann ich auch so durchs Fenster rein? Nein, hier ist noch einer gelandet. Leck mich doch. Tja. Mein Freund, tut mir leid. Aber. Sonst habe ich schon nicht meine Ruhe. Weißt du? Wollte das wirklich gar nicht. Ah, siehst du, bevor die Knifte hat, nehm ich's auf, sonst bin ich nämlich nur dran. So. Da liegt noch Munition rum. What? Achso, ich habe keinen Hut und so. Interessiert mich an für sich auch gar nicht. Ich will doch nur klettern. Soll mich doch in Ruhe lassen. Ausprobieren wollte ich. Von innen. Aus. Das geht nicht. Kann ich durch dieses Fenster klettern? Das geht nicht. Ha? Komisch. Hier hochhüpfen. Der hat bestimmt auch gedacht, der wollte nur seine Ruhe haben. Nee, da kommen wir nicht hoch. Okay, hier kommen wir auch so hoch. Na gut. Nicht genug Platz. Hast du irgendeine Weste für mich oder einen Hut? Da ist ein Hut. Ach, Schande. Guck mal. Wenn man nur was zeigen will, da findet man Ausrüstung. Hä? Hier steht, ich habe nicht genug Platz. Aber tragemäßig hätte ich noch wahnsinnig viel Platz. Ah, ein Bug. Ersten Bug gefunden. Durch Quatsch, ne? Normalerweise wird euch hier an diesem Balken angezeigt, wie viel Platz ihr noch habt. Und laut dem Balken hätte ich Platz ohne Ende. Habe ich aber in Wirklichkeit gar nicht. Hier ist wieder so ein Kletterding. Halt! Heuballen? Kein Problem, ne? Ja, und das ist natürlich jetzt gemein. Wenn man das nicht kennt. Erste Zeit. Wenn sie jetzt hier auf den Dächern rumliegen. Ha? Das ist natürlich nicht übel. Da durchvergitterte Fenster kommen wir natürlich nicht, aber ansonsten hier rein. Tatsache. Ja, das Klirren ist das Einzige, wo ihr euch darauf aufmerksam macht, dass jetzt einer zu euch ins Haus reingekommen ist. Deswegen ist auch gut, dass das wirklich kaputt geht. Da ist eine Weste. Kann ich noch ein bisschen mit aufheben. Ah, Rucksack.
Geh das Zeug gleich aufheben, weil ich will mich ja doch schon zur Wehr setzen können, wenn gleich einer kommt. War was für ein matschiges Bild, ne? Das ist man wirklich gewohnt gewesen. Mehr. So. App. Auto finden, haben wir gesagt. Noch wollte man noch ausprobieren. Haben wir hier noch irgendwas Vernünftiges? Ach, ist egal. Das ist, man verfällt automatisch ein altes Schema. Ich will nicht. Ich will doch gar nicht looten. Interessiert mich doch gar nicht. Ich will doch gar nicht normal kämpfen. Was ist hier? Hier kommt man auch hoch, ne? Kein Problem, oder? Hier kommt er nicht hoch. Höhe 2,30 Meter. Also, weiß ich nicht. Ah. Kann man sich aber drüber streiten. Den Klotz kommt er nicht hoch. Hier? Auch nicht. Moin, aufpasse! Hüpfen. Das funktioniert auch nicht. Aber hier komme ich hoch, ne? Auch nicht! Regal funktioniert nicht. Aber hier, das klappt einwandfrei, ne? Hep, hep. Sind wir auf dem Dach. Würde mich ja interessieren. Hat der denn, hat der Schlumpf noch irgendwas dabei gehabt? Nee. Das funktioniert nicht mehr. Autoreifen auch nicht. Hier, bei manchen Türen war doch hier noch was drüber. Oder haben sie das generell weggemacht? War das nicht hier bei dem Haus, wo hier drüber so ein komisches Blech war? Dass man da von oben da drauf liegen konnte? Achso. Na gut, komm, nehmen wir noch den Quatsch mit. Dann, wer da oben drin liegt, können wir uns noch ein bisschen wehren. Dann gehen wir mal eine Karre suchen. Wo lag das? Da. Hep. Hab ich überhaupt Visier? Ne. Aus mit dem Müll. Zack, 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 zack. Okay. Ja, und die Übersetzung ist natürlich super, ne? L-Schuss und, Jerschuss. Was ein Jerschuss ist. Was? Andere Seite Tür. Wo denn? Ach, die Seite da, okay. Grüße Abteilung Sinewitschin. Ja, schöne Grüße zurück. Ja, geht nicht. Die Tür kann man auch nicht zum Klettern benutzen. Funktioniert nicht. Und, also, ihr könnt beim Klettern noch abbrechen, dann latscht er wieder zurück. Aber ihr springt jetzt drüber. Ne? Auch wenn ihr da drauf wollt, springt da drüber. Also drüber ist nur mit dem normalen Jump. Dann müsst ihr aber ein Stück Abstand halten. Und wie gesagt, mit diesem jetzt hier dagegen springen, funktioniert nicht, dass er sich dann festhält. Ich denke, das ist aber auch gut so, sonst wäre das Ganze noch viel, viel schlimmer. Hier unten sind noch Häuschen. Da steht manchmal ein Auto vor der Tür. Mach's gut, McLean. Viel Spaß. Bis denn, bis heute Abend. Lol, ist das unscharf. Rannte da gerade wer rum oder was? Ironside kann ich auch jetzt nullen, ne? Sieht man da irgendeine Veränderung? Nö. Sieht man nicht. Hier hinten an den Häusern müsste noch was zu klettern geben. Hallo Holly, hallo. Guten Morgen. Gucken wir mal. Mich würde interessieren, ich habe auch mal ein Video gesehen, wo einer auf so einem Baum stand. Kann man hier auch irgendwie über Umwege jetzt auf Bäume klettern? Nee. Hab ich mir gedacht. Also hier? Müsste gehen. Oh ja, wie so eine scharfe Kante hab. Kann er nicht hoch. Da, also. Seht ihr? Und beim Hochklettern kann er abbrechen. Jetzt weiß ich auch nicht, was hier so, jetzt mal ehrlich. Animationstechnisch ist
das jetzt der Hype hier? Die Mega-Animation. Ich kann mich natürlich hier oben drauf neben die Schüssel legen, ne? Funktioniert? Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Ha. Kann ich hier die Schüssel als Deckung nehmen? Das ist natürlich... Wird am Anfang ein paar Mal funktionieren. Aber dann auch nicht mehr so auf. Da oben aufs Dach. Probieren wir mal aus. Das müssten wir jetzt auch hochkommen. Nö, bis jetzt noch nicht. Aber ich habe noch nicht ernsthaft viel geschossen. Doch, ich habe vorhin mal kurz gesnipert. Überhaupt nicht. Ganz normal vorgehalten. Mit der SKS. Auf. Naja, war ja auch noch nicht so weit. Waren 100 Meter oder so. Aber so noch nichts gemerkt. Von größerem Bullet Drop. Was probieren? Geht das? Geht bestimmt auch nicht. Ist so. Ja, das geht nicht, seht ihr? Irgendwo gibt es Türen, dann kann man da raufspringen, dann könnte man bestimmt da hoch. Ich meine, wir können natürlich auch einfach die Treppe benutzen, klar. Aber die Frage ist... da fliegt er runter. Im Springen stößt er mit dem Kopf oben gegen, dann fliegt er runter. Lol. Nochmal. Ab 300 Meter, ja, 300 Meter. Aufpasse, 300 Meter. Wie weit ist 300 Meter? Was schätzt du? Bis da an den Stein oder noch da an den Stein? Also eher da an den Stein. Dann müsste ich ja auf jemanden snipern, der da drüben irgendwo rumrennt. Ja? Dazu brauche ich ja schon mal mindestens... Ah, ich würde gucken, mich würde auch interessieren, ob ein Achtfach finde oder ein Vierfach. Die sind ja jetzt skalierbar. Also, das heißt, ich könnte ein Achtfach runter skalieren. Knabe Kevin, mach's gut, bis denn. Das müsste ja wieder heißen, dass ich ein Achtfach runter skalieren könnte. Ja gut, da müssen wir doch mal ein bisschen looten gehen, gucken gehen. Aber ich will nochmal ausprobieren, ob ich da auf das Dach komme. Interessiert mich. Weil das wäre natürlich auch wieder... eine Position, wenn man noch vom Dach auch noch mal auf das Dach kommt. Und jetzt tatsächlich geht. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Visier, natürlich doof. Gehen wir mal runter. Da liegt ein Vierfach. Die Gesichtswurst, 350 Gramm Gesichtswurst, willkommen in Helms Army, vielen Dank für deinen Sub, kommt fair. Fahr vorbei, mein Freund, ich will noch was ausprobieren. Da probieren wir jetzt mal aus, kann man hier noch was heißt runterskalieren? In der Theorie, ne, wenn ich jetzt auf zurückklicke, dass ich auf zweifach skalieren könnte, geht nicht. Wie macht er die Bewegung mit welcher Taste? Einfach mit der Space-Taste, mit Springen. Wenn du irgendwo nah dran stehst, dann macht er das. Also einfach Space drücken, jetzt klettert er da hoch. Ja? Wenn du ein bisschen entfernt bist, macht er dieses. Ja? Und wenn du ganz weit entfernt bist, springt er halt. Nur, dass er diesen Seitwärtsjump macht, das ist halt ein bisschen Gefummel. Ja? Man weiß es nicht. Malwerk. Zoom geht nur bei 8-fach und 15-fach. Aha. Und Titsu. Ach, deswegen fahren die alle vorbei. Hat angehalten. Gute Entscheidung. Halt an. Brauch ein Auto. Hey, hey. Noch ein Stück. Nicht hinterm Baum, du Hund. Och Mann. Hat er Schwein gehabt oder ist gut abgehauen? Eins von beiden. Ah, das Zoomen geht nur bei 8 und 15-fach. Okay, dann müssen wir mal ein 8-fach finden. Dann müssen wir nochmal versuchen, ein Stückchen weiter zu kommen. Vielleicht irgendwen erschießen, der ein 8-fach hat. Nur ein bisschen Glück haben. Mit meiner Mega-Ausrüstung jetzt wird er natürlich gar nicht so einfach, hier noch jemanden an Leder zu wollen.
Das ist ja. Ah ja, da liegt ein Magazin, sehr schön. Gib mir das Magazin, ja, das brauche ich. Ja, von mir ist das auch noch. Wackeln wir weiter. Der ist darüber gefahren. Ob der da noch looten wird, der rechnet ja überhaupt damit, nicht, dass ich ihm hinterher renne. Aber hier ist nichts mit Jump. Also der muss immer irgendwie eine Kante haben. Und hier? Ich habe schon auch eine Kante. Nee, das sieht er nicht als Kante an. Guck mal, hier kann man nicht so hoch klettern. Einer da? Ich dann aus. Ha! Kann man nicht reinklettern. Blöd, ne? In den Querbalken da konnte ich nicht reinklettern. Dann für ein Quatsch. Ja, hier unten mit dem Jair-Feuer und dann ist natürlich auch noch alles kacke. Ja, Augenkrebs, wirklich. Also ein Hoch auf Reshade. Wenn man das gewohnt ist. Dieses Unscharfe macht mich wahnsinnig. Brauchst ein zweites Mauswheel, ja. Ja. Naja, aber das müsstest du doch einfach mit Bild rauf, Bild runter quasi. Das kannst du da drauf liegen auf dem Mauswheel. Kann man mit dem Mauswheel hoch und runter skalieren? Nö. Kommt die Wand, ich muss weg. So viel dumm rumgequatscht. Da hat das Haus gelootet, hinten hat wurde nicht gelootet. Ah, nee, da ist vielleicht keine Tür mehr drin. Doch, die Tür ist offen. Da steht hier ja irgendwo ein Auto rum. Mit irgendwem? Nee. Ich nehme an, gleich werden wir erschossen. Ich laufe ja auch volle Deckung über die Wiese. Feuermodus mache ich immer noch in Originalbelegung mit B. Ja, weil, doch wurscht. Ja, das B finde ich noch. Ja. Gucken, ob wir noch ein Achtfach finden. Oder jemanden finden, der uns ein Achtfach mitgebracht hat, vielmehr. Aber ich glaube eher hier unsere Position, die ist so kacke, werden wir eher den Löffel abgeben. Wollen wir nochmal. Nee. Ah, siehst du, das kommt drauf an, wo der steht. Abbrechen kann man da. Den Jump könnte nicht abbrechen. Diese längere Kletteranimation, die kann man abbrechen. Komisch, ne? Muss ich mal gucken, ob hier noch irgendwer rumhängt. Vielleicht sehe ich jemanden da im Turm, ne? Ich würde mich hier unten irgendwo verkrauchen. Drüben im Wald. Ich stehe hier so scheiße. Von allen Seiten angriffbar. Nicht so schön. Keine Bewegung. Keine Füße. Keine Füße. Weiter, ja gut, dann laufe ich halt über die Wiese. Gibt's neue Schwimmanimation auch nicht, oder? Echt? Im Feuermodus wechsle ich relativ oft sogar. Also Tauchgeräusch ist gleich geblieben. Ist ja auch nett, großartig. Eins, was ich schon immer bescheuert fand, wenn er mal genau hinhört, wenn der am Tauchen ist, macht er so ein Geräusch von einer Sauerstoffflasche. Ne, so ein Atemgeräusch. Irgendwie habe ich noch nie gesehen, dass ich eine anhab. Woher soll er die auch holen? Okay, ich nehme an, jetzt geht's mir ans Leder. Hier wird irgendwer drin abcampen. Sind nur noch 23 Leute. Lol. Renn hier rum wie ein Depp. I416. Ja, die 416 ist mir auch am relativ lieb und die Ska ist mir aber noch lieber, weil die halt noch ein bisschen konstanter ist mit ihrem Schuss. Licht Motorrad können wir gleich abhauen. In der Theorie müsste ich. Ach, ich brauche kein Motorrad mehr.
Hier ist keine Sau auf dieser Seite. Wundert mich. Hat keiner gemeint, ihr müsst in der Tankstelle abcampen. Komisch. Komm hier hoch. Hier kommen wir hoch. Und jetzt? Ah. Warte mal. Hier, die funktioniert auch nicht, ne? Hab ich, glaube ich, schon probiert, ne? Das ist zu weit. Also Theorie müsste er jetzt... Naja, das schafft er nicht. Dachte. Dass er von vorne an das Haus rangeht. Da rennt einer. Guck, guck. Hingelegt. Hep. Du musst auf mich schießen. Und wenn du schon schießt, lad nach, Eierbär. So. Ja, noch ein bisschen Muni. Was hab ich jetzt gemacht? Gibst du mir bitte meine Waffe wieder? Wäre ja schon ganz nett so. Mach ich da drauf. Fertig ab, zack. 10 Schuss habe ich. Okay. Brauche ich doch noch ein paar mehr. Mehr. Das ist ein Schnellgriff. Dingsbums. Reicht. Überstoß. Den Überstoß gibt es immer noch. Was ein Überstoß ist, weiß ich ja immer noch nicht. Überstoß. Ton ist wieder asynchron. Ja, macht auch nichts. Machen eh nicht mehr so lange. Ich wollte halt nur mal gucken und testen, wie es hier aussieht. Jetzt will ich natürlich noch gewinnen, aber jetzt kann ich ja schlecht Stream stoppen. Ja, bei euch auch. Okay. So, sie werden jetzt die meisten rumhängen. Ich nehme mich einfach mal ein Gebüsch. Gucken wir mal. Und hier wird gut Besuch sein. Da in der Hütte wird Besuch sein. Pass auf, ich mach mal total unorthodox und renne hier in ein Feld rein. Ja, ist eine gute Idee. Bescheuert. Na, hockt noch einer im Haus? Bestimmt, oder? Also man ist ja gierig, ne? Wenn man mal angefangen hat, dann will man auch weiterkommen. Musst du nur ein paar Meter laufen. Und hier über das Feld so. Die Häuschen hinten sind noch drin. 14 sind nur noch. Der Hügel ist halt beliebt. Sag ich mal. Dann nützt ja nichts. Wir müssen ja irgendwo nach vorne. Durch zu dem Schuppen rennen, der ist außerhalb, bringt mir nichts. Ich renne mal ein bisschen in die Bäume rein. Noch kann. Oh. Straße überqueren, du mal auch noch. Und was sagt ihr? Hockt da einer in dem Haus? Ich würde sagen, ja. Für eine Scheiße, ne? So, kann ich hier drin verstecken. Dass der da nicht hochspringen kann. 2,30 Meter. Wie hoch ist das? Das ist doch keine 2,30 Meter.
Also manchen Ecken funktioniert halt noch nicht. Ja, jetzt brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich zufällig von hinten erschossen werde, hier wo ich rumhampel. Ist ja auch Latte. Ging ja in erster Linie drum, auszuprobieren. Da hinten ist ein Auto. Das da so niemals gespawnt, also da ist jemand. Das ist aber nur noch halb drin, das Haus da drüben. Nur noch die letzte Ecke. Und jetzt gleich gar nicht mehr, also kommt er gleich rüber. Ich muss einfach da rüber, ich kann rechts vom Berg lang laufen, also bleibe ich hier und er schießt ihn gleich. So. Soweit der Plan. Setz schon mal kurz im Gebüsch. Und wann er da rauskommt. Drüben ist Geschnatter. Mach die Reifen vom Auto platt. Wozu? Guck, guck. Ja. Ja, ja, schade. Schade, schade. Hätte ich ein bisschen mehr umgucken sollen. Ah, ich sehe auch mein Twitch-Programm blinkt auch rot. Komisch. I'm not understand. Probiert nochmal. Seit einer Stunde sind wir live. Jetzt ist wieder grün. Jetzt würde ich ja gerne ausprobieren, ob es wieder synchron ist. Komisch. Ah. Oh, mein Upload ist zu hoch eingestellt. Und da Probleme hat. Ich hab gesehen gerade beim Upload. Das könnte ich mal ausprobieren. Pass auf, das machen wir auch nochmal. Ich stopp jetzt mal kurz. Ja, Opfer, das ist ja kein Problem. Ich hampel ja sowieso hier rum und es ist ja nur zum Ausprobieren. Das ist sehr schön. Ich liege sehr gern hier im Busch und schau dem zu, LaForge. Hallo, Herr kostet nix. Pass mal auf. Ich stoppe gerade mal den Stream und reguliere hier mal was runter. Ich hoffe mal, dass die die Schwulität hier aufhört. Bis gleich. Probieren wir mal was aus.